liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau Zeitung Panorama. Diese Themen haben wir heute für Sie parat. Das Hotel und Restaurant Kaiserstuhl am Lungernsee stellt sich vor. Und die Rega erhält im Wallis kein Mandat für die Bergrettung. Ein Apéro vor dem Kaminfeuer, Familienzeit beim Weihnachtsbrunch oder ein leckerer Wein von den eigenen Weingütern. Genau das und noch vieles mehr bietet das Hotel und Restaurant Kaiserstuhl am Lungernsee. Mein Kollege Patrick Schmidt hat mit dem Betriebsleiter Christian Hase über das vielseitige Angebot gesprochen. Erinnerungen zu schaffen für den Gast hier bei uns. Und das für Groß und Klein. Und der Gast, der Große zum Beispiel, kann den Brunch genießen, kann hier draußen am See spazieren gehen, sich erholen. Und wir kümmern uns in der Zeit um die Kinder. Wir basteln mit denen und haben speziell eine Person dafür, die sich liebevoll um die Kinder kümmert. Dann kommen die Kinder hier runter, wir machen mit ihnen Zuckerwatte und gehen auch in die Küche. Und dort wird noch was gemacht. Und so ist immer Bewegung. Die Eltern sehen das, dass wir aktiv mit den Kindern unterwegs sind. Und die Eltern können sich entspannen bei uns. Ja, einfach sinnvoll entspannen und auch erholen und entschleunigen von dem Alltag in der Woche. Und ja, erleben halt einfach die Natur und den Kaiserstuhl. Die Ideen kommen, weil wir es leben. Ja? Wir haben eine Vision, die dahinter steht und wir leben das. Und deswegen entsteht es von ganz alleine. Wir sind eine Einheit, ja? Wir machen das zusammen, erleben das auch zusammen. Dadurch entsteht eine Wohlfühloase, nicht nur für das Personal, sondern auch zugleich auch für die Gäste. Größtenteils Bio-Wein, ja, von eigenem Weingut, was wir haben. Wir haben verschiedene Weingüter von Spanien, wir haben sogar einen in Luzern, sehr regional. Und jeder Wein ist mit Genuss verbunden bei uns. Der Wein ist ja der Palmeri-Wein, den wir haben, ja, mit einem Palmeri drauf. Und da haben wir uns gedacht, da bilden wir machen wir eine Story draus, visualisieren das und haben dort eine Palme auf eine Insel gemacht, ja, und einen kleinen Piraten nur drauf. Und das ist eine kleine Story und das trägt sich auch so durch den Kaiserstuhl. Die Story entwickelt sich auch immer weiter, ja, auch mit dem Geschehen und das, was die Gäste auch gerne wünschen. Und ja, so passen wir das einfach die Story auch an, ja, mit der Zeit. Zum Abschalten, zum Genießen, zum Fischen. Ja, ist das sehr gut geeignet, ja, oder einfach nur ein Wochenende zu zweit, ja, in der Natur verbringen und einfach mal den See umlaufen oder einen kaiserlichen Brunch mit dazu. Perfekt. Ja, wir haben dort den Sammy Klaus auch für die Kinder, haben wir dort im Haus, zum Beispiel den Neujahrsbrunch oder den Weihnachtsbrunch mit der Familie oder auch die kaiserlichen Gänse. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte, die wir haben. Ja, es entstand auch ein bisschen aus der Story heraus, ja, etwas Kreatives zu erstellen und einen Genuss und ein Erlebnis dem Gast zu bieten. Ja, und wir fanden es halt auch ein bisschen witzig. Es passt auch zum Kaiserstuhl, Kaiser. Ja, und deswegen haben wir das einfach auch gewählt, weil es auch mal was anderes ist. Ja, wir sind zwar Fischrestaurant mit regionalen Einflüssen, möchten aber doch einen anderen Part auch nicht auslassen. Ganz 4 Personen, Tisch 8. Und Chips und Flühler, ja, kaufen wir die. Das ist ganz aus der Region, ganz in der Nähe. Ja, so wie wir alle Produkte oder viele Produkte beziehen. Wie den Käse zum Beispiel, der direkt vom Nachbarn kommt, der seine Kühe oben in der Alp hat. Ja. Oder das Brot, was wir von oben, dort oben, haben wir eine Bäuerin, die backt das Brot für uns. Und ja, so kommt alles zusammen und so haben wir regional und auch natürlich. Ja. Die Rega wurde von der kantonalen Walliser Rettungsorganisation abgelehnt. Die Begründung dafür lautet, die Aufnahme einer weiteren Bergrettungsgesellschaft habe keinen Mehrwert für die Patientinnen und Patienten. Air Glacier und Air Zermatt werden sich also die Luftrettung weiterhin teilen. Die Rega hat nur einen Helikopter in Sio und damit ist die Rega für das Oberwallis nicht in Frage gekommen. Für das Unterwallis wäre sie in Frage gekommen, aber mit einem Helikopter hat sie zu wenig Maschinen hier für die Unterwallis-Rettung zu machen. Wir hätten, wenn wir die Rega hätten beigezogen, hätten wir zusätzlich auch die Air Glacier beauftragen. Das heisst, wir hätten
im kantonalen Luftrettungstisch positiv einen zusätzlichen Akteur gehabt. Und das hätte für uns auch administrativ einen Mehraufwand gegeben. Und für den Patienten, so meinen wir vom Verwaltungsrat, hätte der dritte Akteur keinen Mehrwert geschaffen. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Panorama. Auf unserer Homepage und in unserer App finden Sie noch mehr Informationen zu den einzelnen Themen. Unsere Kollegen vom Meteo News haben jetzt noch das Wetter für Sie parat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Ein weiterer Herbst- oder Winterklassiker liegt hinter uns, oben blau, unten grau. Grüß euch miteinander, herzlich willkommen, das ist das Jungfrau-Zeitung-Wetter für den Kanton Bern. Im Moment da liegen wir zwischen einem umfangreichen Hochdruckgebiet über Nordosteuropa und einem Tiefdruckgebiet im Mittelmeerraum in dieser Biesenströmung. Die Luft heute in Höhe ziemlich trocken, morgen wird sie dort langsam wieder feuchter. In Nacht auf morgen geht es zwar ruhig weiter, unten bleibt es aber weiterhin grau, mehr die hochnebelartigen Wolken. Und am Morgen ist es mehrheitlich grau. Wir haben Hochnebel, die Obergrenze bei etwa 1500 Meter. Außerhalb da ist es noch freundlich und teilweise auch sonnig. Die Temperaturen die liegen bei etwa 0 bis 1 Grad. Am Nachmittag geht es grau weiter, im Flachland ändert sich also nichts dran, aber in den Bergen wird es ebenfalls zunehmend grau, da kommen nämlich mehr und mehr Wolkenfelder her. Es dürfte aber trocken bleiben und Temperaturen mit einer leichten Brise liegen bei maximal 4 bis 5 Grad. Ja, und am Wochenende haben wir weiterhin den Hochnebel. Die Obergrenze ein bisschen tiefer, bei etwa 1200-1300 Meter außerhalb. Da gibt es einen Mix aus Wolken und vor allem am Samstag sonnigen Abschnitt. Am Sonntag sind ja in der Höhe die Wolken doch zum Teil ziemlich zahlreich. Und die Temperaturen die machen keine grossen Gümpel. Es ist frisch, die Höchstwerte die liegen bei rund 2 Grad. Der Mänti startet mit dichteren Wolken. Möglicherweise sind ein paar Tropfen oder in den Bergen Flocken mit dabei. Dann wird es aber langsam freundlicher. Es gibt Auflockerungen, Temperaturen die reichen maximal 4 Grad. Am Dienstag wahrscheinlich wieder der klassische Fall, unten grau, oben zeitweise blau. Auf den Mittwoch kommt aus heutiger Sicht der langsame Störung näher. Das war vom Wetter, wünsche ich euch einen ganz schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.